Jetzt funktioniert endlich mal mein Aufnahmeprogramm. Paul, du bist Deutsch? Ja. Digga, Aim habe ich auch nicht, ne? Also nicht ganz oben, sondern Mitte, mittlere Stadt. Schön. Firefly! So, spielt mal noch gerne eine Runde. Du bist Deutsch, Paul? Ja. Nice. Ganz kurz zu Beginn. Abonniert mich sehr gerne, wenn euch das Stuff gefällt. Wenn euch das Stuff gefällt, abonniert mich sehr gerne. Zeigt es mir mit einem Like und einem netten Kommentar. Folgt mir auf Instagram, Twitch und Twitter. Ist alles in der Beschreibung verlinkt. Und macht die Glocke an, um nichts mehr zu verpassen. What the fuck? All around me are familiar faces. Komm bitte. Alter, der ist einfach an, der Typ. Die haben halt actually Trash-Accounts. Jetzt mal seriously, die haben halt Trash-Accounts. Das ist das, was mich gerade stutzig macht. Ich hab die, glaube ich, schon ausreichend beleidigt eigentlich. Wo ist der? Veranda vor dem Stein irgendwo. Ja, Digga, gib mir halt durch eine Wand. Digga. Danke. So, Paul, wie war dein Tag heute so? Okay. Nice. Morgen wird's wieder so unnötig warm, ne? Ich bin jetzt bei 5. Stunde Freistunde, was ziemlich nice ist, weil ich sonst bis zur 11. Stunde gehabt hätte. Mein Gott, dann gibt's halt Stress. Aber ich weiß echt nicht, wie meine Soundqualität gerade ist, weil ich ziemlich weit von dem Mikro weg sitze. Der Typ hat mich jetzt öfter mit Knife gekillt als normal. Ich weiß jetzt nicht, ob das gegen ihn oder gegen mich spricht. Recht hat der Mann! Runterzuziehen. Ja, ich bin das eigentlich richtig. Der ist schon am Fenster. Ja, der. Hä? Der kann da unmöglich hingekommen sein, aber never fucking man. Nope. Leute, die Billie Eilish hören und danach sagen, dass sie depressiv sind. Also, wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich Billie Eilish höre, aber. Das ist jetzt noch ein anderer Kontext. Fuck, ich hab ihn fast. Wie fast hattest du ihn? Ja, okay, das war, glaube ich, fast genug. Jetzt mal, seriously. Mir ist mal aufgefallen, dass ich eigentlich in meinem Leben irgendwie nichts geläuft wie geplant, dass ich eigentlich trotzdem ein extrem positiver Mensch bin. Das seriously mad gesehen? Oh, die Typen ins. Der ist auf dem Dach. Schön. Ich kann nicht, dass ich mich jetzt gerade erinnern könnte. Einmal richtig seriously mad. Da warst du auch dabei. Da habe ich dann mein altes iPhone 1 geschrottet. Wenn ihr davon die Real-Life-Story sehen wollt, gibt's bei 100 Abonnenten als Abos. Was hältst du davon, Paul? Ah. Kannst du dich dran erinnern? Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass es dein iPad war. No. Mein iPad funktioniert aber noch. Ich hatte nur ein iPad und ja, das funktioniert nein, immer war's noch. Ja, dann war das iPhone damals für mich wie ein iPad, weil es so groß war. Der ist Veranda. Digga, ich spiele gerade die echt beschissenste Runde meines Lebens gefühlt. Bruh. Ich wüsste mal gerne, wie laut man die Musik hört, die ich gerade höre in der Aufnahme. Schön. Die Orgel, oh, glaube ich, kommt. Ich hab dem so kranken Headshot gegeben, dem einen Typen eben. Den Mädchen fragen zum Spulen. Würde ich jetzt sagen. Nein, ich würde niemals fragen, weil ich mir viel zu krass dafür bin. Fuck it! Und jetzt etwas mad. Ja, kannst du, wenn du noch was Gutes brauchst, kannst du es dir auf jeden Fall da rausschneiden. Du, ich hab 3 Fracks in der Aufnahme, natürlich brauche ich noch was Gutes. Jetzt gibt's Stress. Weißt du, wenn es jetzt Stress gibt, nicht ja, so einfachen Stress, sondern wirklich so Stress auf Guantanamo Bay Basis. Ah, wie ich den Typen fast habe. Oh, okay, der hat echt scheiße gepre-fired. Nice. Das die Typen, die ich am Anfang so heftig beleidigt habe, ja. Ja, ne? Ja, natürlich. Ah, ich liebe es, die Mad zu machen. Ich war länger am Spawn stehen geblieben, den Noobs zu schreiben. Letzte ist am Gartenhaus und das hat wahrscheinlich die heftigste HE gefressen. Warum bin ich Most Valuable MVP, obwohl ich diese Runde gar nichts geschissen bekommen habe? Ja, krass ist. Ja, da haben sie recht. Du musst uns noch sagen, wie viele Likes, Kommis und Abos wir auf die Folge sehen wollen. 25 Billiarden 1000. Nein, also 100 Likes, 50 Comments. Real Talk. 1000 Abos wäre so nice. Korrekt, Digga. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann abonniert mich, aktiviert die Glocke, folgt mir auf Twitch, aktiviert auch da die Glocke, um keinen Stuff mehr zu verpassen. Folgt mir auf Twitter und auf Instagram, da kommt auch eigentlich immer, schreibe ich auch eigentlich immer oder mache ich eine Story, wenn was Neues kommt. Also unbedingt auch da folgen, ihr verpasst was, wenn ihr mich nicht auf meinen anderen Socials auch folgt und natürlich mich auch nicht auf YouTube abonniert habt, verpasst ihr natürlich etwas. Logisch, Paul, deine Meinung? In Deutsch, läuft. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Like und einem Kombi, würde mich mega freuen. 50 Kommis von Paul sollte man tatsächlich actually hinbekommen. Willst du noch was sagen? Ja, rein, ich bin Deutsch. So, dann würde ich sagen, bis dann, ciao. Und Paul, willst du vielleicht noch was sagen? Bin ja ballert. Willst du noch was sagen? Deutschland, willst du vielleicht noch was sagen? Wiedersehen. Sollen wir noch kurz was auf Stücke da schauen? Nein.